Ja, Leute, ich grüße euch. Es ist Freitagnachmittag, es ist Mitte Juni und wir haben jetzt gerade mal um 2:45 eine Tagestemperatur von über 30 Grad. Aber das ist super, das Sommerheft steht an und passend zu der Temperatur haben wir uns auch eine Sommerangelart, eine Angelmethode ausgesucht. Ich bin unterwegs zum Hannes, ich treffe mich da hoffentlich in 1,5 Stunden mit ihm. Und dann geht es weiter direkt vor Ort. Bei ihm in der Nähe wohnt der Jörg. Ihr kennt ihn vielleicht oder mit Sicherheit unter dem Namen Blinker Jörg. Das heißt, heute steht Spinnfischen auf dem Programm. Morgen steht Spinnfischen auf dem Programm. Wir werden uns mit dem Jörg 2 Tage vergnügen. Wir werden mit ihm ans Wasser gehen. Wir werden zu ihm nach Hause fahren. Wir werden uns seine Werkstatt anschauen. Ihr werdet sehen, wo er seine ganzen magischen Blinker baut. Und ich bin mir sicher, wir werden auch einen Fisch sehen. Ja. Also sei denn, die Laichzeit macht uns vielleicht einen Strich durch die Rechnung, aber normalerweise denke ich mir mal, aufgrund der mittlerweile sehr warmen Wassertemperaturen ist das Laichgeschäft vorbei. Ich hoffe, die Fische haben sich erholt und ich gehe eigentlich davon aus, mit dem Jörg seiner Fachkompetenz, mit unserer Motivation, werden wir auf jeden Fall einen Fisch ans Band bekommen. Also Backstage mit Blinker Jörg. Viel Spaß damit. So Leute, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Autobahnraststätte ist vorbei. Jetzt ist der Hannes da. Moin Jungs und Mädels. Ja, ich glaube, der Hannes freut sich mindestens genauso wie ich. Ja, brutal. Ja. Das ist ein Heimspiel für mich im Prinzip. Der Jörg wohnt bei mir direkt um die Ecke. Wir sind jetzt auch schon dort. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein. Der Jörg sitzt laut SMS-Kontakt auf glühenden Kohlen, hat gesagt, wir sollen so früh wie möglich kommen. Es liegt ein Gewitter in der Luft. Man kann sagen, er ist aufgeregt. Könnte sein. Positive Anspannung vielleicht. Ja, und wir haben auf jeden Fall. Los, richtig komm, Bock. Wir gehen jetzt zum Jörg. Ich denke, er ist daheim. Ja, mal guten Tag. Guten Tag. Oh mein guter. Guten Tag, alles klar. Tag, ja. Rennen, alles klar. Grüß dich. Bist du motiviert? Jo, ja, sicher. Ja, ich war gerade noch duschen und noch schnell ein paar Blinker fertig machen. Nimm mal Blinker mit, oder? Ja, jo, sicher. Ja. Einmal frei, würde ich sagen, laden wir das Auto, machen es fertig, dann sind wir fort. Wir haben nicht viel zu laden. Rucksack, das ist ja das Geile am Spinnfischen. Ja. Rucksack, Rute, ab. Alles klar, legen wir los. Zieh ich mir mal ein T-Shirt an. So, der Jörg hat gerade mit Navi programmiert. Ziel ist eingegeben. Wir haben jetzt nicht mehr allzu viel Zeit heute Abend. Deswegen werden wir jetzt gleich die Kamera erstmal einen Moment ausmachen. Wir werden gucken, dass wir an Wasser kommen. Verschaffen uns mal einen Überblick, wie es aussieht: Wassertemperatur, Wasserstand und so weiter. Gucken, dass wir die ersten Bisse kriegen. Und sobald was passiert, ist die Kamera wieder an und ihr seid dabei. Und den Rest machen wir morgen. Wir sind jetzt gerade am ersten Platz angekommen. Besichtigen wir gerade das Wasser. Und in den ersten Sekunden, wo man sich mit Jörg unterhält, merkt man halt direkt, dass er hier nicht zum ersten Mal ist und auch nicht zum 5. Mal, sondern dass er genau weiß, wo hier welche Steine liegen und auch welche Fische. Oder Jörg, was denkst du? Ja, wir werden jetzt mal ein paar Plätze anfahren heute Morgen. Mal die unterschiedlichen Strukturen in einem Fluss werden wir mal ins Auge fassen, werden wir zeigen, warum Fische manchmal hier stehen, warum sie an anderen Stellen im Kraut stehen, warum sie im Tiefen stehen oder im Flache stehen. Hier haben wir jetzt einen sehr sauerstoffreichen Bereich, wird immer von Welsen aufgesucht, sie beißen natürlich nicht immer, aber wie man sieht, wir haben sie hier schon oft gesehen, mit den Köpfen zwischen den Steinen stehen und wie gesagt, heute gucken wir erst, wir haben nicht mehr viel Zeit, wir haben heute maximal Zeit für 2 Plätze zu fischen. Der hier wird nicht runterfallen, weil wir wollen heute Strecke fischen und morgen gucken wir weiter, es werden noch mehr solche schöne Plätze zu sehen sein. Jetzt gehen wir spinnfischen, geil. So, Gürtel ist ganz wichtig auf der Watthose. Den habe ich schon. Weil, wenn du nicht viel mitholst, nicht deinen Rucksack, Handschuh hierin, Anleinenseil hierin, Fotoapparat, da sieht man zweimal so aus, aber da kommt alles hier rein. Ja, hast du im Wasser nicht viel, wenn du mittendrin stehst? Ja. Nur was ablegen geht ja nicht, ne? Nee. Also, man merkt jetzt hier, also das ist jetzt hier erstmals hier so ein Blinker-Jörg-Blinker, den habt ihr mit Sicherheit schon alle gesehen. Und jetzt habe ich mich ja wirklich schon immer gefragt, warum hat der Jörg über die Hakenspitze so einen Silikonschlauch gezogen. Ja. Und jetzt im Moment habe ich gerade erfahren, dass das tatsächlich einen Sinn hat. Ja. Und zwar zieht man den ab, bei der Warthose hängt man den quasi ein, so, zieht dann den Gummischlauch wieder drüber
Dann hat man im Prinzip einen Ersatzblinker am Mann, wo man gar nicht irgendwie noch in die Tasche oder in die Hose reingreifen muss. Und die Hakenspitze kann nirgendwo irgendetwas kaputt machen. Also, genial. Ah, das, ne? Und wenn der Haken lose hängen würde, würde man sich hier immer ratzen. Genau. Ne? Damit man sich da nicht verletzt, ist extra dieser lange Silikonschlauch. Also der hat schon einen Sinn. So. Das werden die neuen Super-Einhänger, die unzerstörbar, verschlossen mit einer Feder, Köder einhängen. So, und wieder mit der Feder verschließen. Vorfahrt verbinden mit dem No-Knot. Zwei Schlaufen. Der No-Knot, der Haken zum Körper, zwei Schlaufen einhängen, zuziehen. 10 cm, 8 bis 10 cm das Endstück überstehen lassen und dann zum Körper wickeln, so oft es geht. Einfach nur sauber nebeneinander. So, mit dem Finger ein bisschen nachrücken, noch zwei, dreimal hinter den oberen Haken einmal rumführen, einmal stramm ziehen, zack. Ohne Knoten, absolute Tragkraft. Also bei dir wird gar nichts mehr angeknotet. Nichts mehr. Ja, geknotet wird nur noch unten, ja, klar. Aber was soll's, beim 100 Kilo Vorfach kann man ruhig Knoten reinmachen. Ja. So, hat einen Moment gedauert, jetzt kam gerade der erste Biss. Ja, da hat es jetzt die Ausdauer nochmal bezahlt gemacht, Jörg, gell? Immer die Ruhe bewahren. Ne? Darf nicht so schnell die Nerven verlieren. Wie man eben schon gesagt hat, immer dran glauben, was man macht. Gell? Ja. So, beim Landen immer aufpassen, dass man die Rute nicht zu kurz knickt. Gefährlich, wie man im Wasser steht. Nur ein bisschen länger machen. Ganz weg.
Ja, hat voll inhaliert. So. Das ist cool, das Bild. Oh, voll inhaliert. So, Einzelhake sind aber sehr gut zu lösen. Ne? Hier brauchen wir im Prinzip. Nein. Im Prinzip nur nach hinten. Ich will noch nicht. Nur nach hinten zu drücken. Den Blinker etwas zur Seite drehen. Da kann man den so rausholen mit dem Einzelhaken. Ganz locker leicht. Ist auch bei kleineren Fischen gar kein Problem. So. Passt. Und er darf wieder zurück, ja? Ja. Ich würde sagen. Ja, ich weiß. Und tschüss. Sauber. Sauber. Ich würde jetzt innen klatschen. Fischlos. Richtig. Herzlichen Glückwunsch. Der Blenk ist schon abgewendet. Ja. Das ist schwer, ist nicht einfach. Man hat festgestellt, Wasser ist sehr niedrig. Die Bisse lassen noch länger auf sich warten. Aber vielleicht haben wir jetzt Glück und kriegen noch zwei Bisse. So, wieder ein Biss. Ja. Dritter Biss für heute Abend. Zwei blieben hängen. Scheint doch jetzt ein bisschen besser zu sein wie der andere Fisch eben, oder? Ein bisschen komisch einzuschätzen. Der scheint irgendwie um Grund rum zu klopfen. Ja. Aber Mücken sind hier genug. Ja. Der ist. Ja, der ist nötig, oder? Ja. Oh ja, der ist gut. Wunderbar. Der ist groß, oder? Nee. Der ist besser. Eieieiei. Geil. Alles klar. Oh, leck. Hey, jetzt mal tief einatmen. Oh, leck. Der hängt schön vorne, guck. Ja. Ja, das ist ein gutes Stück. Wunderbar, Maulwinkel. Jo, der Loch hat einen schönen Kopf. Na, Petri, hi. Jawohl, Petri, hi. Jawohl. Sehr geil. Sehr geil. Guck mal, in der Hake rein, so wie leicht halt raus dabei, ne? So Leute, wir sind jetzt schon nach 3 Stunden Angeln voll überzeugt. Blinker Jörg fängt. Definitiv. Ja? Einwandfrei, geile Nummer. Dritter Biss, ja. Zweiter Fisch. Und vor allen Dingen ist er schon ein bisschen größer als der andere. Ja. Ein richtig geiler, schöner Wels. Super Maulwinkel gehangen. Ja, perfekt. Und ich würde sagen, wir haben vorhin gesagt, Jörg hat gesagt, noch eine Viertelstunde, wenn nichts mehr beißt. Jetzt hat noch was gebissen, machen wir noch eine Verlängerung, oder? Ja, noch eine Viertelstunde. Oder? Ja. Ne, lass mir jetzt noch mal schwimmen. Ja. So, würde ich sagen, zum Wohl. Prost, ihr Leute. Prost. Auf die Fische. Gelungen Abend. Ja. Ne? Also für euch noch mal ganz kurz die Info. Erster Abend ist vorbei. Wir haben jetzt 4 Stunden gefischt ungefähr, ja, oder? Von 8 bis, ja. Ja. So, sagen wir mal 12 Uhr. Bis ihr fahrt circa 4 Stunden. Ne? Und unterm Strich hatte der Jörg 3 Bisse, 2 Fische konnte er fangen. Ja. Mittelgroße Welse, aber absolut ein toller Erfolg. Ja. Ja, morgen haben wir ein bisschen mehr Zeit, können ein bisschen mehr gucken. Richtig. Wir werden noch ein paar andere Plätze haben. Eigentlich in der Strecke gefischt, gar nicht an einem Wehr, sondern man kann auf Strecken genauso fangen wie an anderen Plätzen. Ja, das war im Prinzip jetzt eine ganz gleichmäßig fließende Ecke. Gar nicht mal tief, gell? 1,50 Meter. 1,50 Meter tief, kiesiger Boden. Ich denke, dass es einfach vielleicht auch wichtig ist, sich Gedanken darüber zu machen, wie die Fische sich verhalten und sich dann darauf einzustellen. Wie man jetzt da hatten, wir haben halt
unvermuteten Standplatz und dass sie von da aus halt ausschwärmen gegen eine Strömung und werden ja im Prinzip genau dort gestanden, wo sie vorbeikommen müssen, sobald sie aktiv werden. Und deshalb war der Platz, denke ich, erfolgreich. Ja, wenn man sich genau so einen Plan zurechtlegt und ein bisschen mehr Gedanken macht, als immer nur stumpf an die offensichtlichen Hotspots zu gehen, dann kann man wahrscheinlich überall fangen, oder? Ja. Und irgendwann, es gibt immer wieder sehr gute Plätze, aber die sind auch irgendwann platt gefischt. Ja, deswegen mal ausschwärmen. Ich habe Plätze gesucht über Jahre und deswegen, ich bin gar nicht mehr angewiesen auf diese Top-Plätze, die ich immer wieder fische. Ne? Weil das sind doch schon Plätze, da kann man auch mal 5-6 Fische in einer Stunde zwei fangen. Ne? Mhm. Aber das geht auch an anderen Plätzen. Und ist echt schön, wenn man mal hier einen fängt, da einen fängt. Oft kommt man, fährt mal 50 Kilometer, will an dem Platz, da ist er besetzt. Da bleibt ja nichts anderes, übrig. Das entstresst einen ja auch im Kopf, wenn man weiß, ich kann angeln fahren. Es ist mir völlig egal, ob an dem Platz jetzt einer sitzt, dann fahre ich zum nächsten. Ich habe ja noch 10 andere im Hinterkopf. Ja. Genau so ist es. Absolut. Ja. Das ist mir ganz egal. Ja, was ich noch mal sagen muss, also es ist wirklich genial beim Spinnfischen, man hat echt nichts dabei. Ich meine, wir kennen das halt von unserem Stationärfischen immer, das Boot laden, komplett bis oben hin. Ja. Dann wird an Platz gefahren, dann wird ausgeladen, dann wird aufgebaut, dann werden die Routen gesetzt. Dann ist man im Prinzip bedient, wenn die Routen erstmal draußen sind. Ja. Hier hast du eine Route, ja, einen Ersatzblinker und ja, das war's. Das ist schon Kontrastprogramm pur. Ja, also wir trinken jetzt noch in Ruhe unser Bier leer, dann geht's nach Hause, wir müssen ja irgendwann schlafen, ist ja schon mitten in der Nacht. Und morgen früh sind wir dann wieder in alter Frische beim Jörg zu Gast, wenn wir uns seine Werkstatt anschauen. Und ja, haben wir morgen wieder ein volles Programm. Bis morgen. Guten Morgen Leute, es ist jetzt Samstagmorgen 11 Uhr, wir sind jetzt gleich mit dem Jörg verabredet. Es geht wieder weiter, gestern Abend war ja schon top. Hat ja schon alles gut angefangen. Heute haben wir einen ganzen Tag vor uns. Wir sind jetzt auf dem Weg zu ihm. Kurz vorher haben wir uns aber noch müssen unbedingt das Wasser angucken, bevor wir gleich loslegen. Sieht schon alles ganz gut aus. Wir sind extrem guter Dinge, dass da noch was passiert. Und ja, gehen wir den Jörg mal abholen. Ich denke, der ist auch schon wieder hochmotiviert. Hat jetzt ausgeschlafen, denke ich, von dem ganzen Drillen gestern. Und Werfen vor allen Dingen. War ja schon viel Wurfarbeit gestern und dann gucken wir mal, was der Jörg so sagt. Ja, also wir fahren jetzt direkt zum Jörg und ich persönlich freue mich ganz besonders drauf, dass wir jetzt tatsächlich mal die Blinkerwerkstatt kennenlernen. Wir werden uns jetzt mal da umschauen können, wo der Jörg seine magischen Blinker baut, ja, wo er seine Waffen herstellt. Wir werden im Detail vielleicht auch gezeigt bekommen, wie er die zusammenbastelt und ja, das wird mit Sicherheit ein interessantes Ding. Und das Gute ist, ihr seid mit dabei. Also, bis gleich bei Jörg. Ja, wir haben es ja vorhin schon angekündigt. Jetzt sind wir beim Jörg zu Hause. Und wir haben gerade vorhin eine kleine Führung bekommen durch hier die Hallen, durch die ganzen kleinen Räume mit den wirklich vielen, vielen verschiedenen Lagermöglichkeiten beim Jörg. Und der Jörg hat sich natürlich vorbereitet. Er ist nicht nur beim Angeln ein Profi, sondern eben auch, wenn es um so einen Drehtermin geht, ist er ein Profi. Er hat uns jetzt hier schon mal einen kleinen Bruchteil von seiner Gesamtausrüstung auf dem Tisch ausgebreitet, wo er dann vielleicht gleich das eine oder andere nochmal erklären kann. Und ja, Hannes und ich haben vorhin im Auto uns darüber unterhalten, was wir den Jörg fragen können, wenn wir jetzt bei ihm zu Hause sind. Und natürlich die Frage, die mich oder die uns oder vielleicht auch euch am allermeisten interessiert: Jörg, wie lange machst du das schon mit den Blinkern und vor allen Dingen, warum hast du angefangen, dir deine eigenen Blinker zu bauen? Es gibt so viele Blinker, die du irgendwo kaufen kannst und du machst das alles selbst. Warum? Man muss ja da eigentlich sehr weit zurückgreifen. Das heißt, es ist ja mittlerweile schon mindestens 25 Jahre her. Das war so eigentlich die Zeit, als in Deutschland die ersten Wälse aufgekommen sind. Neckar hat man schon davon gehört. Und hier in der Saar wurden die ersten 70er, 80er Wälze gefangen. Und somit habe ich auch mit handelsüblichen Blinker an die Saar und angefangen auf Wälze zu blinkern und habe direkt festgestellt, wenn man an Strömungen fischt und so weiter, bist du verloren mit dem, was es wirklich auf dem Markt gibt. Mhm. Und da ich aus dem Stahlbereich komme und mit Kantmaschinen, Lasermaschinen, mit allem Möglichen schon gearbeitet habe zu der Zeit, und da kam mir natürlich direkt die Idee, da musst du was machen. Du musst jetzt doppelte Blinker machen, du musst schwerer. Also ich habe schon Doppelblinker gebaut, da war noch keiner am Markt. Und so habe ich die ersten Blinker mit 80 Gramm gemacht. Das waren ähnliche wie der FZ-Form, breiter, größere Löcher, schwerer.
Und ja, sind das die, die in deinem Döschen da drin hast? Ja, das waren die ganz die Anfänge. Da können wir mal reingucken, bevor wir jetzt in die moderne schweifen. Wir sind ja jetzt beim Anfang. Also das hier ist hier so ein bisschen Nostalgie. Hier, ja. Ich halte mal gerade die Kamera. Das war ganz der Anfang. Sieht man das so? Ja, so sieht man es ganz gut. Ja, und wenn man das sich so anguckt, dann sind ja wirklich mittlerweile ein paar Schritte erfolgt seitdem, man die Blinker sieht. Und dadurch, das eben angesprochen, du hast halt schnell gemerkt, dass du bei den Gewässern, wo du geangelt hast, mit den Blinkern, die es gab, nicht weit gekommen bist. War das dann noch der Grund, dass es mittlerweile so zahlreiche Modelle gibt, die du ausgearbeitet hast? Ganz klar. Die ersten Jahre habe ich hier nur vor der Tür gefischt. Klar, früher hat man noch nicht sich ins Auto gesetzt und ist nach Frankreich, Italien, Spanien, der ganze Welt rumgereist. Früher hat man in seinem Heimatgewässer gefischt und somit war ein Modell. Dann haben wir Verwandtschaft von der Familie her am Neckar. Wir reisten 2-3 Mal im Jahr zur Verwandtschaft. Ich natürlich wohne an den Neckar. Und dann habe ich gesagt, du musst weiterwerfen, es darf nicht zu schwer sein, weil die Turbinen relativ breite Strömung hatten. Ja, da kam das nächste Modell, eine schlankere Form, die man echt weit pfeffern konnte. Dann ging es an der Rhein, dann ging es nach Spanien, dann ging es nach Italien, also überall hin. Und immer wieder habe ich festgestellt, hier musst du doch das verbessern. Oh, die naturbelassenen Flüsse, die sind doch flach, rauschig. Hier musst du jetzt schmal und leicht werden. Dann nächstes Mal am selben Fluss, 50 cm Hochwasser, konnte ich mit dem Blinker nichts mehr anfangen. Jetzt musst du richtig schwer werden und grob werden, damit du auf den Grund kommst. Also ergab sich im Laufe der Jahre immer ein Schritt nach dem anderen für effektiv fischen zu können. Ne? Also wenn das praxisnahes Entwickeln ist, dann weiß ich auch nicht. Also das ist geil. Alles, es kommt alles aus der Praxis, egal. Ne? Man kann auch gleich dazu sagen, dass das wird einer, der regelmäßig irgendwo hinfährt zum Spinnfischen, seine Touren macht. Und wenn es immer nach Spanien ist oder nach Frankreich, immer an denselben Fluss, er wird sehr selten. Vor allem im Frühjahr, ne? Weil man früher ja mal Hochwasser, mal Niedrigwasser, mal kalt, mal war. Da wird man fast nie dieselben Bedingungen antreffen. Und somit sollte man mit seinen Köder, die sollte man so dabei haben, wenn man eine Tour plant, dass man wirklich alle Bedingungen aneinander, Natur und Fluss ausschöpfen kann. Das heißt, man kann schon sagen, dass deine Hauptmodelle nach wie vor alle ihre Berechtigung haben. Alle. Je nach Einsatzgebiet und nach Situation kann man die alle noch wunderbar einsetzen. Genau, man darf aber nicht nur gucken, was fisch ich nur, weil ich kann nicht alles fischen. Ne? Ja. Ich weiß genau, ich habe ja vorher den normalen Rassler, ne? Den habe ich ja immer gefischt, super gefangen. Mhm. Ne? Und jetzt fische ich den neuen, den Rattle Spool mit dem festmontierten Einzelhaken, der fängt ja noch besser. Ne? Ja. Aber ich könnte meine Saarform, die Tropfform, ich kann sie alle fischen. Die würden alle ihre Fische fahren. Ich meine, das ist ja das haben wir ja gestern Abend auch am eigenen Leib erfahren. Es ist halt einfach nicht so, man kauft sich jetzt einen Blinker und geht angeln und fängt innerhalb der ersten 5 Würfe seinen Wels von 2,74 Meter. Ja? Das kann passieren. Das kann passieren, aber ist halt eher selten. Sondern es ist beim Spinnfischen ganz, ganz stark die Ausdauer, die erforderlich ist und vor allen Dingen der Glaube an das, was man tut. Man muss das Gefühl haben, man muss sich sicher sein, das, was ich hier mache, wird funktionieren. Und nur dann wird man viele, viele Würfe machen und über die Würfe kommt irgendwann der Biss und dann fängt man den Fisch. Ja. Das ist nicht damit getan, dass man sich jetzt irgendeinen Blinker kauft, egal ob jetzt vom Jörg oder einen anderen Blinker, den man sonst wo kaufen kann, und geht angeln, macht 5 Würfe, hat nichts gebissen, fährt heim, Spinnfischen ist scheiße. So funktioniert es nicht. Genau. Also Spinnfischen ist schon sehr, sehr ausdauernd. Ja. Da gehört dazu, es ist aber eigentlich beim Stellfischen oder sonst wo auch anders. Ne? Warum habe ich nichts gefangen? Ja. So, dann fange ich an natürlich die ganze Sache zu analysieren im Kopf. Mhm. War ich am falschen Platz? Wie ist die Wassertemperatur? Bin ich jetzt wirklich schon in der Laichzeit? Ne? Ist es nachts zu kalt? Oder ist das Wasser zu flach, zu klar? Ist das Wasser flach und klar? Dann gehören Faktoren dazu wie relativ starke Strömung und Kraut. Dann fange ich auch da. Ist kein Kraut, keine Strömung da, werde ich ganz wenig fangen. Da werde ich fast nur in der Dunkelheit an solchen Plätzen Fische fangen. Mhm. Will ich tagsüber was fangen, dann suche ich mir Rauschen mit Schaum, mit besser mehr Strömung wie zu wenig und so weiter. Weil da fühlen die Fische sich, die fühlen sich da echt geschützt. Ne? Die stellen sich mit dem Kopf nur hinter die Steine, lassen sich das sauerstoffreiche Wasser um die Ohren wandern und da fangst du an solche Stellen. An anderen ruhigen Stellen, da liegen die Fische oft nur im Kraut, bisschen gedeckt,
Kopf halb im Schlamm, lassen sich eine seichte, langsame Strömung an sich vorbeiziehen und da ruhen die tagsüber. Wenn ich da natürlich direkt anwerfen kann, da kann ich sie natürlich mürbe machen, bis sie doch einen Aggressionsbiss kriegt. Ja, ja, und das ist uns halt auch gestern aufgefallen, wenn man mit dem Mann am Wasser ist. Er weiß halt unheimlich viel. Er weiß halt nicht nur, wie eine Spinnrute auszusehen hat und welche Schnurstärke er fischen muss und welchen Blinker er braucht, sondern er weiß, er hat ein Gefühl dafür, was der Wels in dem Moment macht. Und das ist halt auch das Entscheidende, wenn man regelmäßig Fische fangen will. Jetzt nicht nur beim Spinnfischen, auch beim Stellfischen. Man muss einfach ein Gefühl dafür haben, was der Waller zu gewissen Zeiten macht, wie er sich verhält. Und dementsprechend kann man dann da angeln und präsentieren. Und das ist im Prinzip letzten Endes nur ein Ergebnis von viel, 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 viel Zeit und viel, viel Stunden am Wasser, die du wahrscheinlich in den letzten Jahren am Wasser verbracht hast. Da. Ganz, ganz genau. Ja. Also ich gehe normalerweise gehe ich 2 bis 3 Mal in der Woche Spinnfischen. Ich habe halt Wechselschicht, auch Früh- und Mittagsschicht. Dann gehe ich nach der Mittagsschicht, dann bleibe ich in der Umgebung. Und auf der Frühschicht sieht mein Angelalltag, der sieht eigentlich so aus. Ich arbeite bis 2:30, bin um circa 3 zu Hause. Wir treffen uns hier meistens zu zweit. Wenn keiner mitgeht, fahre ich eben ganz alleine. Dann ist das eben so. Und dann ist 3:30 Abfahrt. Und abends um 12 Uhr peile wir immer an, dass wir wieder zurück sind. Ne? In dieser Zeit, also da sind wir 3:30 bis 12, 4 bis 8 Stunden, fahren wir 300 Kilometer mit dem Auto. Das heißt so circa 70 bis 100 Kilometer zum Platz. Jeder Platzwechsel hat oft 15 bis 20 Kilometer und nachher wieder 100 Kilometer zurück. Also ihr seht, das ist nicht einfach nur mal ich fahre angeln, sondern das ist Arbeit. Das ist Arbeit, das kostet Zeit, das kostet Sprit. Aber er hat gestern Abend gesagt, als wir im Auto saßen, ich gehe selten ohne Fisch nach Hause. Und das ist dann halt das Ergebnis, wenn man bereit ist, genau die Zeit zu investieren, wenn man sich die Mühe macht. Ja, das ist so. Ja. Man muss das Ganze einfach so sehen, der einzelne Angeltag, der ist gar nicht so wichtig, was das Fangen anbelangt. Sondern über das ganze Jahr gesehen, man geht regelmäßig, man muss die guten wie die schlechten Zeiten mitnehmen. Mhm. Und am Ende vom Jahre passt es so gut wie immer. Ja, ich weiß, ich war mal irgendwann bei dir, da war auch im Winter, es war ziemlich kalt und eigentlich Scheißbedingungen. Und da hast du mir trotzdem gesagt, wir gehen aber im Moment trotzdem noch konstant weiter angeln, nur um zu wissen, dass es jetzt nicht funktioniert. Ihr habt eigentlich gewusst, ob wir euch inlassen, aber ihr wolltet halt vom Wasser aus bestätigt haben, dass es nicht funktioniert, damit ihr halt genau in Zukunft abschätzen könnt, wie ihr das mit einsagen könnt. Ja, damit das ein Ganzes wird, passt, damit die Puzzleteile zusammenpassen. Ja. Und das fand ich schon ziemlich beeindruckend, also, weil das, glaube ich, das tun sich echt nicht viel an. Aber was mich jetzt noch sehr interessieren wird, wenn wir jetzt hier schon die ganzen Köder liegen haben, man spricht ja immer davon, dass der Wels nicht besonders viel sieht. Und jetzt gibt es hier Blinker in verschiedensten Farben und Formen. Ja, ja. Hast du festgestellt oder feststellen können, dass manche Farben trotzdem von den Welsen favorisiert werden? Oder ist das eher definitiv so, dass, ja? Beim Wels habe ich festgestellt, ich habe alles schon lackiert und gemacht. Ich lackiere ja immer noch. Ich habe auch lackierte Blinker, die ich aber jetzt über die Website nicht anbiete, weil ich es im Moment nicht hinbekomme, von der Zeit her zu, noch mit Sandstrahlen lackieren und allem Möglichen. Mhm. Also Schockfarben sind in den Abend-, in den Nachtstunden waren die über Jahre die besten Köder. Okay. Du hast mit einem silbernen Köder gefischt, eine Stunde kein Biss, hast manchmal gewechselt, 5-6 Wurfbauf hat er schon Biss. Aber dann ist ja das widerlegt, dass, weil viele sagen, der Wels hat so kleine Augen, hat viele große Barteln und orientiert sich über das Seitenlinienorgan. Mhm. Das heißt, er orientiert sich schon noch über die Augen. Ja, ist also meine Meinung ist ganz einfach, wenn er schon schlecht sieht, dann sieht er vielleicht diese grellen und Schockfarben einfach. Okay. Vielleicht kann er da was erkennen. Und meiner Meinung nach ist es so. Ja. Gelb, Weiß, Neonfarbe, Orange, Weiß und Pink waren wirklich über Jahre Topfarben. Und du sagst jetzt waren, ist das nicht mehr so? Ja, ja gut, nee, so ist immer noch so. Nur wie gesagt, ich habe mich ja jetzt mehr beschränkt auf blanke Modelle. Okay. Ich fische auch mit blanke. Die blanke fangen auch. Das ist gar kein Thema. Also aber wir haben heute Nacht, mitten in der Nacht um 12 Uhr mit den Blanken gefangen. Wir waren dabei. Also ich fische jetzt ein ganzes Jahr fast nur noch blank und fange auch. Ja, aber wie gesagt, in den Jahren voran haben wir aber festgestellt, wenn abends eine grelle Farbe drauf hat, das war wirklich top. Ja. Genau. Und wie ist das hier? Ja, jetzt haben wir ja hier deine ganz vielfältigen Modelle. Du hast ja ganz viele Produkte jetzt schon hier auf dem Markt. Jetzt könnte ja der gemeine Zuseher sagen, es ist bestimmt alles made in China. Nein, ist das made in China oder? Ist alles made, Fummlerei von Blinker. Ja. Also ich sitze wirklich jetzt jede freie Minute mit der Familie. Mein Sohn, der Maik, unterstützt mich. Die Frauen sind mit dabei teilweise. Das ist krass, dass die das so mitziehen. Und richtig, jeder hat seine Arbeitsgänge.
Ne? Und so wird es überhaupt nicht mehr gehen. Also im Moment die Nachfrage ist dermaßen groß. Und wie gesagt, ich investiere jede freie Minute. Und zum Beispiel der neue Rasselblinker, der hat 11 Arbeitsgänge. Hat er. Mhm. 11 Arbeitsgänge. Wahnsinn. Also ihr seht, der Mann lebt für den Blinker, er lebt für den Wels. Und ja, sein Erfolg ist definitiv auch ein Ergebnis von jahrelangem Herzblut für die Sache. Ja. Und dass hier wirklich jeder Blinker handgefertigt in seiner Werkstatt ist, das können wir wirklich bestätigen. Also wir haben die ganzen Zubehörteile gesehen in Kisten und die ganzen Kleinteile, die man dafür braucht. Und ich meine, wir wissen das ja, dass du das machst, ja. Aber vielleicht gibt es ja da draußen noch Leute, die daran zweifeln. Kein Zweifel, es ist tatsächlich so. Der Jörg macht jeden Blinker mit seiner Frau, mit seinem Sohn zusammen hier zu Hause bei sich selbst. Mittlerweile arbeitet man mit 4 Mann, als Schwiegertochter, Sohn, Frau und ich. Das ist echt extrem. Welches kleines Familienunternehmen. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein Unternehmen. Das hat angefangen, dass ich das für mich und ein paar Kollegen gemacht habe, wie schon gesagt. Naja, das hat sich dann auch rumgesprochen, da ging das Ganze ein bisschen weiter. Und natürlich, seit ich Videos mache und was ich ja die ersten Jahre lang nicht gemacht habe, die ersten Fotos wurden immer noch mit ganz normal gemacht, da habe ich schon noch die Fotos im Photoshop entwickeln lassen, bis ich überhaupt eine Digitalkamera hatte. Ne? Ich fange ja auch nicht erst seit 10 Jahren Fische, ich habe von Anfang angefangen, aber wie gesagt, das hat man ja früher nie in der Öffentlichkeit so gezeigt oder präsentieren können. Man könnte ja mal ein bisschen was zu den Modellen sagen, ich stelle die mal wieder auf Seite. Natürlich hat am Anfang gab es noch keinen Rasselblinker, den habe ich vor ein paar Jahren so erfunden. Erstes Modell, man ging in den Angelladen, hat einen FZ-Blinker gekauft, und hat festgestellt, ist nicht das Optimal. So, habe ich mich natürlich, kann ich zugeben, auch ein bisschen orientiert an dem FZ, was mir nicht gefallen, schmal, einblättrig und nicht schwer genug. Der hatte nur 40 oder der große vielleicht 60 Gramm. Ich wollte einen haben, der mindestens, den habe ich hier gebraucht, 80 Gramm hat für die Sache. So. Somit ist so ein Modell entstanden, wie man es hier sieht. Gleich doppelt, breiter und vor allem größere Löcher, vernünftige Sprengringe und ein richtiger Blinker, Welsblinker, der soll sich so anhören. Das heißt, wenn der im Wasser ist, den soll man hören können, der soll nicht nur aneinander kleben und Gewicht bringen. Bringt auch den einen oder anderen Fisch mehr, weil ich tiefer Fische kann, aber wenn er noch Geräusche, dieser Klappereffekt. Ja. Wie gesagt, das war das erste Modell. Hier, das muss ich nicht weit werfen, da kann ich gezielt Strömungskanten mit 30 Meter schön immer einploppen, wie mit einem Wallerholz im Prinzip auf einen. So habe ich 90% meiner Wels am Anfang gefangen. Immer auf dieselben Platz, blopp, blopp, blopp. 10 Hochbauf kamen die ersten Bisse. Mhm. Da haben die an den Strömungskanten hinter den betonierten Kanten gelegen und irgendwann steigen die. Dann ging es, wie eben schon gesagt, an den Neckar. Dann kam das nächste Modell hier, das ist jetzt das 80 Gramm in 65, schmaler und von der Form her eine Wurfeigenschaft, die ihresgleichen sucht. Ne? Der Rasselblinker ist ja genau darauf aufgebaut. Mhm. Ne? Und hier auch, der ist wieder laut. Und vor allem, was da wichtig ist, wenn ich weit werfen muss in einer starken Strömung, der darf nicht zu breit sein, der sollte so schmal sein, dass es hier nicht nur in die Arme geht. Das sollte nicht schon ein kleiner Drill sein, der Blinker. Ne? So, da kam das nächste Modell, ein breiteres Modell, weil ich noch lauter werden wollte und auch schwerer werden wollte, wozu ich auch dann einen 15er Oktopus noch hinten dran hängen kann. Ne? So sieht das nachher aus. Ne? Den kann man auch mit dem Drilling oder Einzelhaken dazu machen, dass der Blinker noch größer erscheint. Und dann geht er so wie eine, haben wir in Spanien die ersten Jahre auch sehr gut gefangen. Ne? So, das war dann noch ein breiteres Modell. Und dann vor ein paar Jahren fing das an mit diesen Rasselblinkern. Das sind die Standard-Rasselblinker, die fangen auch heute noch sehr gut. Ne? Es fangen nicht nur diese hier mit dem festmontierten Einzelhaken. Dieser hat den Vorteil, ich habe im Vergleich mit dem Ralf zum Beispiel, haben wir am gleichen Platz gefischt, 3 Meter auseinander. Der Ralf hatte mehr Bisse wie ich und ich habe mehr gefangen. Warum? Der Ralf hat einen Einzelhaken gefischt hier hinten dran und der Einzelhaken, der schlägt hinten zusätzlich auch noch so. Und die kleinen Fische gehen da unheimlich drauf. Ne? Mhm. Haben den aber oft verfehlt. Ja. Und dadurch hatte er mehr Bisse, weil diese Fische oft 2-mal gebissen haben oder 3-mal gebissen haben. Ne? Ich hatte eine Bisse und habe einen immer verhaftet. Ja. Ne? So, dann kam jetzt hier das neue Modell. Das ist eigentlich in Entwicklung. Über Jahre habe ich festgestellt, schon wieder Fehlbiss. Knallharte Bisse, du hauchst an, du berührst die Fische gar nicht. Und viele Fische hängen mit dem Standardblinker hier seitlich am Maul. Hier, gerade so durch die Haut. Ja, warum hängen die seitlich? Was ist passiert? Also gehen da nicht. Und warum kriege ich knallharte Bisse und berühre die überhaupt nicht? Ganz einfach. Der Blinker schwimmt durchs Wasser, der Wels kommt von der Seite, beißt genau aufs Blatt. Dann haue ich, wenn ich hier ein Drilling hinten dran habe,
hau ich an, erwische den am Maulwinkel oder irgendwo am Kopf, wo der Drilling sich hochgehauen hat. Das sind die Fische, die außen gehangen haben. Und die, wo gekommen sind, haben hier drauf gebissen. Die merken das ja, dass das kein Fisch ist, dann, sobald sie drauf beißen. Maul auf, ich hau an und hau voll ins Leere. Mhm. Und genau diese Fische wollte ich alle fangen. Die ich immer so ins Leere. Ne? Und deswegen kam dieser festmontierte Einsatz. Haken dann direkt. Und die beißen drauf und ich habe vollen Widerstand. Der Haken kann nicht wegknicken. Ja. Ja. Und deswegen ist der Biss aus Beute einfach perfekt. Und was Hänger anbelangt, guckt euch mal an, wie ich stehen hier seitlich über eine Hand, über den Grund ziehen kann. Das kann ich mit keinem Drilling oder mit keinem lose pendelnden Haken. Also wir haben gestern zu dritt gefischt, 4 Stunden, und ich glaube, du hattest einen Hänger. Einen Hänger, ja. Wir haben schon krass, langsam geführt gestern. Ja, also Grund gefischt. Ja, teilweise Bodenkontakt gehabt, aber dann wirklich einen Hänger hat man einen jetzt. Ja. Die Hänger, die man nicht lösen kann, ist meistens ein Baumstamm, der irgendwo drin liegt, wenn der Haken den kriegt. Oder es sind mehrere Steine, Felsen da, die so verkeilt sind, dass der Blinker sich in den Keil zieht. Entweder kann man mit Schießen wieder lösen, oder wenn nicht, hat man Pech gehabt. Ne? Mhm. Man kann risikoreich fischen, auch risikoarm. Ne? Wer Knall hat am Grund fischt, fischt eben risikoreich, wird auch mehr fangen, das ist so, wer risikoreich fischt. Ne? Aber es kostet auch mehr Köder. Also ihr seht, vorhin waren wir zu dritt. Jetzt sind wir zu viert. Jetzt ist der Mike, der Junior vom Jörg, noch mit dazugekommen. Und wir haben jetzt gerade noch mal darüber gesprochen, dass die Entwicklung ja immer weitergeht beim Jörg. Ja? Also ihr habt jetzt gesehen, das Ganze ist tatsächlich über viele Jahre quasi ein gewachsenes Familien-Kleinunternehmen. Er hat ganz, ganz viel Arbeit. Die ganze Familie kümmert sich darum, dass die Blinker gefertigt werden. Und ihr wisst das mit Sicherheit alle. Der Jörg hat auch jetzt in Zusammenarbeit mit dem Carsten Zeck, der Firma Zeck Fishing, eine Route gemacht, er ist da ein bisschen mit eingestiegen, unterstützt den Carsten da bei der Produktentwicklung, und ich denke, man kann sagen, es geht immer weiter vorwärts. Ja. Und im Zuge dieser Entwicklung ist jetzt auch der Sohn mit quasi ins Geschäft eingestiegen, weil auch die Verkaufswege, die Vertriebswege optimiert werden müssen, mit Internet und Homepage und alles, was da so anfällt, kann man natürlich auch nicht stehen bleiben, sondern muss sich mit der Entwicklung weiterentwickeln. Ja, ich denke, ich habe da richtig gesprochen, oder? Ja. Verbessere mich, wenn das falsch war. Es ist so, da ich auch technisch hier was, gut, ein paar Videos schneiden und Bilder machen und hochladen, das kriege ich alles noch hin. Aber jetzt mit Homepage, Facebook und so weiter, das ist er doch der richtige Mann. Er ist ein Computerexperte. Und er unterstützt mich auch hier mit der Blinkerbauerei und so weiter. Ich komme auch nicht mehr dazu im Moment wirklich. Er macht die kompletten Computersachen. Und so ist die Entwicklung Schritt für Schritt immer mehr vorangetrieben worden. Ja. Ja, und nachdem wir uns jetzt hier wirklich einen Bruchteil vom Jörg seinem Sortiment mal vorgenommen haben im Detail, werden wir jetzt nicht mehr Zeit hier im Keller verbringen. Draußen ist schönes Wetter, die Fische sind aktiv. Wir fahren jetzt wieder ans Wasser, das Auto wartet schon, ist schon voll gepackt. Sachen liegen noch drin von gestern Abend, die nassen Warthosen. Springen wir jetzt gleich rein, dann geht's weiter. Aroma pur. Also Jungs, kommt, wir gehen fischen, bis gleich am Wasser. Wir sehen uns später. Thank you.
Ja, wie ihr seht, sind wir nicht mehr am Wasser. Wir sind mittlerweile beim Jörg im Garten. Und wie das sich für so einen richtigen Saarländer gehört, hat er uns natürlich noch mal mitten in der Nacht zu einer Schwenkung eingeladen. Ja? Wir haben das Angeln, wie gesagt, abgebrochen. Wir haben ein paar Würfe gemacht und der Magen hat geknurrt nach dem ganzen Tag beim schönen Wetter. Wir sind viele Kilometer gelaufen, haben uns dann letzten Endes dann doch oder unserem Hungergefühl hingegeben und sind hergefahren. Und ich glaube, das war genau die richtige Entscheidung. Und ich denke, der Jörg sagt einfach nochmal was zu den zwei Tagen, wie es gelaufen ist. Ja? Also waren anderthalb, eigentlich nur anderthalber Tag. Wir sind gestern um 7 Uhr hier erst losgefahren, gestern Abend. Haben heute auch einen Dreivierteltag gemacht. Es war wunderschön, wir haben einiges erlebt, wir haben auch Fische gefangen, wir haben vieles gesehen. Ich habe den Jungs ein bisschen was gezeigt. Und mit dieser Aktion hier zum Schlussplädoyer verabschieden wir uns hier standesgemäß aus dem Saarland. Definitiv standesgemäß. Standesgemäß. Ja. Und letzten Endes sagen wir erstmal Prost. Und es hat sich gezeigt, dass das Spinnfischen absolut eine mehr als Alternative ist zum stationären Angeln. Man hat nicht viel Zeug dabei, man ist immer flexibel am Wasser. Ja. Und für diejenigen, die das noch nicht ausprobiert haben, wäre es auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Auf jeden Fall. Und für die Zukunft gesprochen, in der nächsten Backstage sind wir für euch wieder in Deutschland unterwegs. Wen wir dort treffen, werdet ihr sehen. Ich kann euch versprechen, es wird wieder interessant. Und bis dahin, macht's gut, viel Spaß am Wasser, fangt Fische, geht raus und bis bald.